bleiben und sich in Selbstquarantäne begeben. Aber es ist zum Beispiel für Sendungen wie Klassik-Treffpunkt, finde ich ganz persönlich, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich schon versuchen, einen Gast zumindest in denselben Studioapparat einzubinden, anderes Studio oder so, ja, wenn das auch schon ein bisschen komisch ist, aber damit Lebendigkeit dieser Sendung bleibt am Samstagvormittag, weil ich finde, dass gerade in solchen Zeiten die Leute verunsichern, es gut ist, wenn das Zeugs weiter rennt, dass man gar nicht merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, also es hat wenig Sinn, wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, Leute, wir sind verloren, rette sich, wer kann. Das erwartet niemand von Pasticcio, oder? Oder von einer Sendung mit Gästen. Ne? Und ich muss jetzt leider mit Skype oder solchen Dingen arbeiten, was mir persönlich sehr leid tut. Aber wie gesagt, mir bleibt auch nichts anderes übrig. Als freier Mitarbeiter habe ich zu tun, was man mir sagt. Aber das tut mir persönlich leid. Also die anderen Sachen sind, dass wir alle zu Hause sitzen und unsere Vorgesetzten versuchen, den gesamten Betrieb auf Home Office umzustellen. Für Als Radio. Rademoderator ist es ja wurscht, ob er einen Bart hat oder nicht, Gott sei Dank. Aber dass wir alle in Zukunft die Sendungen sogar zu Hause produzieren, ja, das ist für manche natürlich eine Riesenherausforderung, weil die das gar nicht gewohnt sind. Wir haben ja Techniker und so. Also das ist jetzt sozusagen der Stand der Dinge. Es wird Fieber gemessen, wenn du ins Funkhaus gehst. Und sie versuchen halt möglichst das ganze Teil virenfrei zu halten. Und es kommen täglich neue Beschlüsse rein. Und ich werde wahrscheinlich in 2 Wochen nur mehr in einer Sackel reden dürfen zu Hause und das dann in einem Ex-Sondermülldeponie werfen Akustische. dürfen. Ja, Sie meinen ganz in, also in Das den. wird meine Radiozukunft, wird ein zugebundenes Sackerl am Sondermüll. Oder USB-Stick, den du einwirfst im Funkhaus. Ja, genau. Ja, genau. Das Ein kann. USB-Stick. Ist ja Einen gar. desinfizierten Ja. USB-Stick, den ich in eine Doppelschleuse legen muss. Es Das ist kann ja alles sein. Ja. Natürlich sehr dreist, weil gerade also der Charakter eines Programms Ö1 hat ja durch den Wortanteil maßgeblich seinen Wert bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und wenn der natürlich dann immer unreifer wird, ja, und Ja. immer mehr aus der Dose kommt oder aus irgendwelchen absurden Locations, da kann man nur hoffen, dass es bald wieder vorübergeht. Weil es ist natürlich die andere Frage, wer leckt denn dann Blut bei der Geschichte und sagt, hey, eigentlich Leibwands, ne? Also der Jasper und wie soll die heißen, die machen das eh von daheim. Da können wir uns gleich den Geht ja Umzug. eh. Ja, geht ja eh. Ne? Also das ist. Ja, du, die üblichen Verdächtigen sind immer am Arbeiten. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur weil wir binär so geprägt sind, dass wir immer nur eine Katastrophe im Auge behalten können, dass alle Ja. 4000 anderen apokalyptischen Visionen nicht auch wahr werden. Ne? Das ist ja nur unsere Wahrnehmung, die sagt, jetzt ist gerade irgendwas Schlimmes, aber die anderen Sachen, ich frage mich, wo jetzt eigentlich die Klimakrise hin Die verschwunden ist ist. Das ist ja ganz ein. ruhig, die ist ganz ruhig, Merkst ja. im Kopf ist, wir tun uns echt schwer, Ja. mehr als einen Gedanken im Kopf zu behalten. Da nehme ich mich gar nicht aus. Ja? Du, es Ich denke fragt, jetzt auch nicht an. nein, Bitte? es fragt ja keiner nach auf sozialen Medien zum Beispiel, ob Greta Thunberg Covid-19 erwischt hat. Ja? Also als ein Beispiel. Wäre ja möglich, weil wenn es Angela Merkel hat, meine, die Berühmten geben sich ja offensichtlich auch weiter, wobei sie Angela Merkel hat es ja von ihrem Arzt, aber der ist nicht so berühmt ist, aber das interessiert keinen. Und es ist sogar Luft und Raum, wenn man die Zeit liest, die Deutsche Wochenzeitung, die zu Beginn der Krise einen interessanten Artikel darüber hatte, dass sich die Fridays for Future in Deutschland gerade unglaublich in die Goschen hauen, weil es ums Geld geht. Und da Ja. kommen dann die Galionsfiguren gar nicht mehr vor bei der ganzen Geschichte. Aber das ist ja nicht nur eine Krise. Ich meine, das Erdbeben in Zagreb, das war wie ein Sack Reis in China. Ich meine, und da sind aber wirklich Leute Ja, gell, in der das ist doch, Corona-Krise ja. obdachlos geworden in einer Stadt, die zum Einzugsgebiet des Virus gehört. Das war einfach Ja. wurscht. Das war einfach Ich wurscht, ja. frage mich, ob wir nicht so uns selber sozusagen in die Richtung die letzten 20 Jahre trainiert haben, dass die Zuspitzung so dermaßen groß ist, dass es uns wirklich schwer fällt, länger die Aufmerksamkeitsspanne auf mehrere Dinge gleichzeitig also halbwegs gleichzeitig zu halten.
Und dann entstehen solche Sachen. Ja? Wenn die Zeitungen nur mehr eine Sache powern, solange die halt Clickbait generiert, dann bleibt man halt bei der. Und wenn sie es dann verliert, dann kommt was anderes. Also ich prophezeie, dass diese Coronavirus-Krise bald auf die Seite 3 verschwinden wird und die Todeszahlen irgendwo in einem kleinen Artikel abgehandelt werden, weil vorne sozusagen schon die nächste Sau wie durchs Dorf getrieben wird. Ja, es ist ja auch ein bisschen publizitätswirksames Zeug dabei. Also wenn man sich anschaut, die Maskeneinfliegeaktionen, die es da gibt und alles, also mit Auerfliegern, das kaufe ich halt auch nicht alles so, wie es ausschaut, wenn man natürlich weiß, dass man hier auch Sachen machen muss. Und es ist ja so, dass bei einer Krise zum Beispiel Regierungen unter höchster Geheimhaltung Sachen beschließen und dann halt in der Salamitaktik rauslassen. Anders geht es ja auch gar nicht, wenn die alles gesagt hätten. Also es ist zum Beispiel die Regenbogenparade in Wien abgesagt worden. Da sicher aus Gründen, weil viele internationale Gäste kommen, aber faktisch ist das Ding Mitte, Ende Juni. Also die werden schon einen Wink von der Stadt Wien gekriegt haben, wie lange das Ding dauern kann. Also dein Bart kann also noch von Dostojewskis Zügen zu ohne weiteres Tschaikowskischen Zügen weiterwandern. Ja, British Airways hat schon in den Juni hinein Flüge storniert, also sie wissen schon mehr als wir. Ja. Und ich halte das auch für realistisch. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, Stefanos, ich glaube, je beinharter und konsequenter das durchgezogen wird, desto schneller liegt das vielleicht auch wieder in der Vergangenheit, diese traurige Zeit. Kann man auch nicht. Wie du das siehst, aber ich bin da irgendwie voll d'accord mit harten, rigiden Maßnahmen. Ja. Es ist immer die Frage, also sind meine Bedenken dabei, wenn jemandem die Macht gut schmeckt, und man sieht es ja auch, also der Kollege Orban nutzt es klar aus, um die Diktatur einzuführen. Also das ist immer die Frage, wie viel können sie alle von der Macht nachher wieder hergeben? Tun wir nachher die Handydaten nicht mehr anonymisiert weiterleiten und so Geschichten, halt, tun wir dann doch nicht mehr die Rezepte per E-Mail schicken, wo alle mitlesen können, was wer hat. Also das klingt zwar vordergründig alles das toll. Das beunruhigt mich auch. Ja. Also Netanyahu nützt die Situation auch, dass er sagt, okay, jetzt braucht es mich wieder. Ja. Ich kann jetzt nicht ins Gefängnis gehen. Ja, ist ja Wahnsinn. Und der Trump ist zu dumm dafür, aber ich glaube, er wird es in den nächsten, irgendjemand wird es ihm sagen, in den nächsten 2 Wochen, dass ihn das vielleicht vom Gefängnis rettet, wenn er Notstandsgesetze verhängt und sich selbst als Kaiser zu Lebzeiten. Ja. Das ist das Einzige, weil mir hat ja die Elisabeth Sereda am Samstag aus New Orleans erzählt, dass es ja eigentlich ein Wahnsinn ist, dass die Familie Trump und mit Angehörigen sich im Wissen, was da kommt, noch vorher durch Aktienverkäufe ihre Konten gefüllt haben und dann erst die Informationen gesickert sind, sodass die Leute, die ihre Aktien brauchen, als Rentenvorsorge in Amerika, jetzt durch die Finger gucken. Und so einen Skandal eigentlich kann man gar nicht überleben. Schauen wir mal, was passiert. Aber gut, das ist das Ausland im Inland. Ich sehe das, ich beobachte das wunderbar. Du schreitest deine Räumlichkeiten ab, während du mit mir sprichst. Das gefällt mir irrsinnig. Ja, entschuldige, ich denke. Ja, sorry. Das taugt mir total. Hast du vielleicht noch vor, irgendeine neue Fähigkeit zu erlernen, wenn es noch länger dauert, eine absurde Sprache oder Handstand oder irgendwas anderes? Gibt es da irgendwas, was du noch planst? Ach, Handstand ist gut, ja. Ich muss jetzt leider, aber das bleibt eh unter uns, ich muss mich jetzt mit Kochen beschäftigen, weil ich bin der miserabelste Koch, den du dir vorstellen kannst. Und meine Sorge ist weniger, dass ich mich jetzt mit Covid-19 ansteckt, dass das immer Lebensmittelvergiftung zuzieht, weil ich so schlecht koche. Also ich denke mal, das wird sich auch überleben lassen. Es gibt ja Möglichkeiten, das Wasser nicht anbrennen zu lassen und einfach nur Hartweizengrieß in Form von Nudeln hineinzuwerfen und irgendwas drauf zu schmeißen. Das geht aber immer. Aber ich sagte ja, mir brennt sogar das Wasser an. Ich sage eben, ich bin ein Miserabler. Aber ich lerne dazu. Ich habe zum Beispiel beim Spar so Ostereier gekauft, hart gekocht. Und die schmecken eigentlich ganz gut. Wenn man die Schale entfernt und den Kunststoff. Keine Frage. Wir sind gerade in der Schlussrunde, das Jingle läuft schon. Ich habe mich super gefreut, dich hier zu treffen. Du schaust gut und wohlgenährt aus, eine rosige Gesichtsfarbe. Bussi, alles fein. Ich sehe hinter dir Tonträger ohne Ende, Birchast wahrscheinlich auch. Es wird dir nicht langweilig werden. Bleib uns erhalten, mach uns noch schöne Pasticcios und andere Sendungen. Ja. Wann bist du wieder im Einsatz? Ich meine, nächstes Pasticcio ist nächste Sendung ist am Freitagnachmittag in Konzert
Mit Norma Winston und Ralph Towner. Wunderbar, das werden wir gleich nachher empfehlen in den Links. Dann sage ich danke, lieber Helmut, lieber Jazzby, ja, richtig geschrieben. Danke, ja. Stefanos, danke dir. Und einen schönen Abend, bleib noch dran bis nach dem Podcast. Tschüss. Das war heute an diesem denkwürdigen Dienstag der Helmut Jasper aus Währing, der mit uns ein bisschen über das geredet hat, wie es einem Künstler geht, dem sonst auch so geht. Ja? Das heißt, der Unterschied ist gar nicht so groß. Deswegen sage ich Helmut Jasper anhören diesen Freitag am 27. Ja? Viel Vergnügen noch mit einem schönen Abend und gönnt euch was Gutes.